Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir das How-to, wie man den Tank montiert. Ich habe das alles so grob schon mal vorbereitet. Als allererstes werden wir jetzt, oder müsst ihr erstmal gucken, dass hier der Ansaugstutzen vernünftig montiert ist, mit der Schelle festgemacht, ordentlich. Dann auch, dass der Impulsschlauch hier vernünftig sitzt und dass der noch heile ist, weil der muss da ja gleich mit rein. Und dann wird das Ganze, ich hoffe, ich kriege das für euch jetzt so eingefangen, nur von hier unten so eingehakt und dann hier durchgesteckt. Und das Wichtige dabei ist jetzt, einige machen das, die legen da ein Seil rum und ziehen sich das denn durch. Ich ziehe das immer mit der Spitzzange durch. Also einmal das Teil. Und jetzt, bevor ihr das macht, noch den Impulsschlauch. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Hier unten aufstecken. Denn das kriegt man nämlich sonst am Ende nicht mehr ganz so gut hin. Das ist immer dann ziemlich schlecht. Der ist ein bisschen dehnbar, deswegen macht das lieber einfach vorher. Ich nehme mir dazu wieder meine Spitzzange zur Hilfe. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt eben gerade erkennen können. Und dann ziehe ich mir das Ding immer mit der Spitzzange hier vorsichtig durch. So, dass das dann wieder schön so drinne sitzt. Dann könnt ihr gleich als Sicherung hier wieder das kleine Messingstück einsetzen. So, wunderbar. Dann kann der nämlich schon mal nicht mehr weg. Und dann fangen wir jetzt mal mit der Verschraubung an. Ihr habt ja Antivibrationsdämpfer einmal hier oben. Da kommt eine Schraube rein. Und hier unten und da. So, das werde ich mal einmal kurz vorbereiten. So, die zwei Schrauben habe ich jetzt drinne. Dann kommt hier unten jetzt noch das Teil rein, wo der Kettenfänger nachher drinne sitzt. Ich hoffe, das kriege ich jetzt so einfach hin. Der ist hier nämlich ein bisschen verbogen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Muss ich mal einmal so ein bisschen so hindrehen, dass das passt. Dass das ein bisschen einfacher geht, könnt ihr dafür auch gerne hier wieder ein bisschen Sprühöl ranmachen. Oder irgendwas anderes, was ihr gerade griffbereit habt. Also wie gesagt, hier unten kommt der große rein, dass ich das Ganze nicht mehr verabschieden kann. Und hier vorne dann der kleine. Mal sehen, ob ich das jetzt so elegant gelöst bekomme hier. Natürlich nicht. Das ist der Vorführeffekt. So, jetzt aber. Wunderbar. Ja, und dann sichern wir das Ganze jetzt noch, indem wir hier jetzt den Kettenfänger gleich noch montieren. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. Die ist ein bisschen flacher, die Schraube dafür, und auch ein bisschen dicker, dass der Kettenfänger schön außen das Gummi auseinanderspreizt, dass das nicht mehr weg kann. Ich muss den gerade noch mal ein bisschen drehen, denn der wird nachher ja so eingesetzt, dass ich nicht mehr verabschieden kann, das Ganze hier. Wenn ihr das jetzt so seht, ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. So muss der eigentlich sitzen. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt noch einmal um 90 Grad drehen. So, und jetzt habt ihr den schön da drinne und jetzt kann das Ganze auch nicht mehr weg. Das ist schon mal gut. Dann machen wir jetzt hier oben weiter. Ich hole euch mal noch mal einmal besser ins Licht. Wunderbar. Und hier oben wird das Ganze mit einer speziellen Schraube festgemacht. Die sieht ein bisschen anders aus. Das ist diese hier. Ist auch 27er Torx-Einsatz. Versuchen wir das mal anzusetzen so.
Ja, das soll es auch für dieses Video wieder mal gewesen sein. Dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.